Es ärgert mich, wenn ich höre, wie die Leute immer weiter dieselben Geschichten über Romy erzählen und nicht die Wahrheit suchen. Auf die Idee, dass man sich irrt, dass man ein falsches Bild hat, kommt niemand. Magda und Romy unterwegs mit einer Pferdestärke. Besuch im Kinderzoo. Und sieh mal, da kommt der Wärter mit einer ganzen Mütze voll kleiner Entenküken. Da schau, Romy, die kleinen Enten. Och, die sind lieb, Mutti. So lieb hätte das Publikum Romy Schneider gern immer gehabt. Backfisch mit Babyspeck, breites Lächeln, das ist ihre erste Karriere. Das charmanteste Paar, Romy Schneider und Karl-Heinz Böhm. Ich weiß noch, dass sie zu mir Onkel gesagt hat, als wir uns zum ersten Mal gesehen haben, was ich mir sofort verbeten habe. Ich bin genau 10 Jahre älter als sie gewesen, ich war also 27. Dreimal ist Romy Sissi, Königin für ein Kinovolk ohne gekrönten Herrscher. Im Schloss Schönbrunn kann man die Kostüme des Films noch heute bewundern. Mehr Zuschauer als der erfolgreichste Film aller Zeiten, Vom Winde verweht, haben die Sissi-Filme damals. Stürmisch umjubelt wurde Romy Schneider, als sie zur spanischen Erstaufführung ihres bisher erfolgreichsten Films auf dem Flughafen von Madrid eintraf. Als wir kamen, brach plötzlich eine ungeheure Welle Menschen los. Es wurden Fensterscheiben zertrümmert und es ging eine riesige Menschenmenge auf uns los. Ich kann mich erinnern, dass wir beide fast in Todesangst waren. Ich habe dann die Romy irgendwie in den Arm genommen. Wir haben beide viele blaue Flecke gehabt, weil man uns geknifft und geschubst und gestoßen hat. Den Leuten hat es gefallen, dem Publikum hat es gefallen. Also war es richtig. Mir hat's auch gefallen. Ich war selig. Ich war die Prinzessin nicht nur vor der Kamera. Ich war dauernd die Prinzessin. Ein viertes Mal Sissi lehnt Romy ab, trotz 1 Million Mark Gage. Sie will weg von den Krinolinen und man munkelt über aufkeimende Liebesgelüste. Wenn wir uns auch küssen, das sagt gar nichts. Warum küssen wir uns auch nur? Immer nur küssen. Wenn man sich liebt, dann... Das andere, das... Das möchte ich nicht. Ich möchte auch nicht, dass du davon sprichst. Du hast angefangen, du hast vom Küssen gesprochen. Vom Küssen, ja. Der Film mit Horst Buchholz scheint alle Gerüchte zu bestätigen. Das Mädcheninternat Klosterschule Goldenstein bei Salzburg. Romy war eine Klasse unter mir. Wir waren zusammen im Internat, haben Theater gespielt. Hat sie gern Theater gespielt? Sehr gern. Also Theater war, es waren zu Romys Zeiten 20 Theateraufführungen. War das eine schwere Zeit hier an der Schule? War man oft einsam oder? Schwester Augustina hat gesagt, dass man eigentlich die Depressionen auch hier schon gemerkt hat. Nur wenn Theater gespielt wurde, also wenn sie wieder Rollen lernen konnte, da hat sie dann ihr eigentliches Leben damit ausgefüllt und hat sich nicht einsam gefühlt. Aber dadurch, dass die Mutter selber auch beim Filmen war und nicht immer Zeit hatte für Romy, wenn auch frei war, und der Vater sowieso nicht, der ist nie nach Goldenstein gekommen. Magda Schneider und Wolf Albachretti. Die Eltern waren ein bekanntes Filmpaar. Romy auf dem Bärenfell. Als sie 5 Jahre alt war, trennten sich die Eltern. Zeitlebens hat sie ihren Vater vermisst. Hier bei Berchtesgaden hat sie viele einsame Stunden erlebt und nur wenige beglückende, in denen die ganze Familie zusammen war. Wenn der weiße Frieden wieder blüht. Das ist der erste Film von Romy Schneider, direkt nach dem Internat. Sie ist gerade 14 Jahre alt. Ein Kind wächst ohne den Vater auf, so die seltsam vertraute Story des Films. Mutter Magda. Herr Perry? Himmlisch! Bill Perry ist mein Vater. Weil wir uns so verstehen, so wunderbar verstehen. Noch singt sie mit fremder Stimme. Aber die Gefühle, die sie spielt, sind ganz die eigenen. Vater! Ich habe als Journalist schon die 14-jährige Romy kennengelernt. Bei ihrem ersten Film. Wenn der weiße Flieder wieder blüht. Ihre Mutter hat von ihr verlangt, dass sie das liebe kleine Mädel spielt, das Wiener Madel. Und sie selber hat wörtlich gesagt, ich war immer schon, auch in der Klosterschule, ein Luder.
Der erste Versuch, ein verruchtes Luder darzustellen. Noch misslingt er auf altmodisch anrührende Weise. Ein Filmpartner und Freund der frühen Jahre. Bescheiden, spontan, überhaupt nicht besonders ehrgeizig. Eine Sehnsucht nach Leben, Sehnsucht nach Freiheit. Und wenn sie gearbeitet hat, dann war das sehr intensiv, sehr ernsthaft, mit großem Bemühen. Zum letzten Mal spielt sie das brave Wiener Madel. Der Mensch ist nur ein Mensch. Mit Helmut Lohner, Romy hochprofessionell. Erst wenn der Mensch verliebt. Im selben Jahr die Sensation. Romy Schneider hat sich in Alain Delon verliebt. Stolz präsentiert der sie in einem Filmatelier. Romy wird nach Frankreich ziehen, weg von ihrer Mutter, weg von ihrem Millionenpublikum. Ich versuchte jedenfalls, und ich meine das nicht nur beruflich, aus einer Art Zwangsjacke auszubrechen, einer Art kleinen Welt. Ich wollte weg von immer denselben Dingen, weg von dem sich um sich herum im Kreise sich drehen. Und es war einfach eine neue Welt, ein neues Leben und freie. Und brauchte das und ich habe das voll ausgenutzt. Am Anfang dieser großen Liebesgeschichte war ich dabei und ich erinnere mich an die Schlagzeilen in Wien. Unsere Prinzessin in den Armen eines Halunken. Ein Dieb stiehlt das Herz von Romy Schneider und so weiter. Ein Skandal. Abends waren wir im Sacheressen mit Magda, der Mama von Romy. Danach musste ich mit Magda tanzen, damit Romy mit Allah tanzen konnte. Romy Schneider zieht nach Paris. Das ist mehr als ein Umzug. Es ist eine Häutung. Für eine Schauspielerin eine irrwitzige Entscheidung. Wie soll sie in einer fremden Sprache je wieder spielen? Von dem Erfolg, den sie hatte, ganz abgesehen.